Servus Leute, ich bin's, der Bankprofi. Heute geht es wieder um das Thema Airless, also wir wollen Farbe spritzen. Es gibt immer noch sehr viele Malerbetriebe, die sich noch ein bisschen davor wehren, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich zeige euch hier in dem Dachgeschoss, wie ich das Ganze mache. Wir haben eine Renovierung, das heißt, die Wände wurden bereits gestrichen und wir machen jetzt einen frischen Anstrich in Weiß. Wir arbeiten, oder ich arbeite mit der Stokolor Rapid Ultramatt. Die Maschine habe ich eingestellt auf ca. 180 Bar, das heißt, ich werde spritzen und nicht nachwalzen. Brauche ich in diesem Fall nicht. Und ja, diese nutze ich, eine 521er HX. Verlinke euch bzw. schreibe euch das aber auch nochmal unter das Video in die Beschreibung. Ja. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und ihr könnt zuschauen, wie ich das Ganze hier gestalte. So, safety first, Maske immer auf. So sieht das Ganze aus. Ja, mit einem Mann habe ich die Fläche in, boah, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, 3 Minuten. Mit der Walze würde das natürlich um einiges länger dauern. Klar muss man etwas mehr abkleben, aber abkleben muss man auch, wenn man mit der Rolle streicht. Deswegen. So, ich werde jetzt noch den Rest des Dachbodens hier streichen. Ich werde die Kamera jetzt wegpacken, weil wir sonst einfach zu viel Farbnebel auf die Kamera bekommen. So, ich werde doch noch den Rest des Dachbodens streichen. Ich werde mir dann Zeit nehmen, die Kamera sauber machen. Das wird schon gehen. Maske aufziehen und Action.
So schnell kann es gehen. Das Treppenhaus ist fertig gestrichen. Man kommt doch ein bisschen aus der Puste. Aber ja, ich denke, das ist normal. So, und wenn ihr einen Maler im Raum Mannheim sucht, dann könnt ihr mich ganz gerne anschreiben. Meine Homepage verlinke ich euch unter das Video. Da einfach eine Angebotsanfrage schicken oder einfach anrufen. Ja, wenn ihr nicht bei mir um die Ecke wohnt, aber trotzdem einen guten Maler sucht, ja, dann habe ich die Lösung für euch. Und zwar bin ich in einem Mein-Maler-Netzwerk. Das ist ein Partnernetzwerk von sehr talentierten Malern deutschlandweit. Ich packe euch den Link der Homepage unter das Video. Einfach mal drauf gehen und schauen, wo der nächste Maler in eurer Nähe ist. Und dort ganz unkompliziert anfragen. Dann kriegt ihr auch ein Angebot, um eure vier Wände streichen zu lassen. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.